Drei Tage nach dem 3:0 Heimsieg gegen Astoria Waldorf stand die SG Borgstadt schon wieder auf dem Feld in der Regionalliga Südwest und wollte nachlegen. Heute im Vasenstadion beim SGV Freiberg. Hier landete man letztes Jahr vielleicht die schlechteste Saisonleistung beim 1:3 und das wollte man wieder gut machen von Anfang an. Schaut oben auf die Uhr. Sofort ging der Express nach vorne über Leon Petteux und über Gal Kropelnik und dann kommt der Ball in die Mitte auf Marius Köhl und da wäre es fast eingeschlagen nach 23 Sekunden die erste Möglichkeit für die Barockstadt. Ja, die machten hier ein super Spiel, trotz der vielen Fehlenden, die heute nicht mit dabei waren. Hier Christian Gaudermann, der vernascht die Abwehr, sauber gemacht hier vom Gaudi, der Ball in die Mitte und Dennis Owusu hätte fast da angeknüpft, wo er Mittwoch mit seinem Doppelpack aufhörte. Dann fällt das 0:1 und wie? Den Eckball pflückt sich Samuel Zapico und er leitet mit diesem Abwurf das Tor für die Barockstadt ein. Besser kann man es kaum spielen. Marius Köhl treibt den Ball nach vorne, Dennis Owusu und dann kommt er auf Gal Grobelnik und er setzt sich durch und es steht 0:1 für die Barockstadt. Hochverdient nach einer halben Stunde die Führung für die Fuldaer bereits bis dahin. Und noch vor der Pause erhöhte man. Die nächste Szene, da setzt sich jetzt Marius Köhl sauber durch Wahnsinn. Das ist Wille, das ist Leidenschaft und das ist Kunst. Ein Ball ins lange Eck, sauber gemacht. Marius Köhl 0:2, die Vorentscheidung schon zur Pause gefallen. Es gab noch weitere Möglichkeiten und wir haben aber nur die beiden Tore noch nach der Pause. Hier holt sich jetzt gleich Patrick Scharf den Ball in der 89. und spielt auf Moritz Dittmann. Der geht durch, vernascht noch Torwart Gründemann, vielleicht noch der bessere bei Freiberg. Eine enttäuschende Leistung des Gastgebers und hier fällt das 0:3 durch den Neuzugang aus Schweiner. Und er sollte gleich noch einen Treffer machen nach diesem Einwurf hier von Tobi Göbel. Fällt das 0:4, Matthäus Beal gleich mit einem Schuss auf das Tor. Gründemann kann nur wegfausten den Ball auf die Füße von Dittmann. 0:4. Die Barockstadt feiert einen historischen Sieg, denn es war der höchste in der Regionalliga bislang auswärts. Super Spiel gemacht. 2 Siege, 7:0 Tore innerhalb von 3 Tagen. Die Spitzenspiele gegen Homburg und Offenbach nächste Woche können kommen.